Der neunte, nein, Quatsch, der 10. Tag im Sommer des ersten Jahres. Und wie auch immer, wer uns hier hingetragen hat, meine Lieben, wir wachen am nächsten Tag in unserem eigenen Bett auf, aber nur die Hälfte der Energie ist aufgefüllt. Wir haben es ja alle so kommen sehen, Ich begrüße euch damit sehr, sehr herzlich zu einer neuen Folge von Stardew Valley, meine Lieben. Also, es bringt ja nichts, wenn wir ihn jetzt noch weiter schlafen lassen. Das heißt, wir gucken jetzt mal, ob wir irgendetwas Charmantes haben, was wir vielleicht noch schnabulieren können. Natürlich haben wir, wie ich feststelle, tatsächlich nichts mehr, was wir essen können. Und wir können auch keinen Müsli-Riegel mehr machen. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall Bäume fällen, um Müsli-Riegel zu machen und ein bisschen... Oh, wir haben nur noch einen. Oh, also energietechnisch ist es heute echt ein ganz, ganz beschissener Tag. Bringt uns die Edelwicke denn was? Bringt die was? Null Energie. Gut, dann brauchen wir es auch nicht essen. Pass auf, dann. Wir haben doch noch Pastinaken. Bringt die Pastinake Energie? Ja, 45 Energie, pass auf. Dann nehmen wir doch einfach mal... Genau für so eine Fälle haben wir ja noch so einen kleinen Mini-Restvorrat. Das ist gut. So, pass auf. Und wir starten den Tag. Ja, wir haben die Quest leider nicht geschafft, wie du siehst. Ja, ja, wir haben sie leider nicht geschafft mit den Schleimen. Wir waren ja gestern noch in der Mine und haben ein bisschen... Ach, siehst du, das können wir nämlich ja auch jetzt einfach mal loswerden. Und wollten eigentlich 4 Schleime erledigen, um eine... Was ist das hier eigentlich? Erdkristall. Aber sowas haben wir doch schon gespendet. Sowas haben wir schon gespendet. Ich bin der Meinung, das haben wir schon gespendet. Ja, wir wollten da... Was ist das? Erdkristall, Mineral? Aha, Quarz. Vielleicht können wir jemandem Quarz schenken. Uff. So, die Geoden. Wobei, die können wir hier reinpacken. Die können wir in die andere Kiste packen. Nein, wir wollten 4 Schleime erledigen. War eine Quest. Haben wir nicht geschafft. Wir sind so unfassbar lange in dieser Mine geblieben. So, zack. Aufgeräumt. Entschuldigung, hat jetzt ein bisschen länger gedauert, dass wir mitten in der Mine eingepennt sind. So. Oh, die Königin der Soßen ist aber eine Wiederholung. Okay, wir schon. Erstmal, wie wird morgen das Wetter? Willkommen bei Kurz vor 5, deiner Lieblingsquelle für Wetterneuigkeiten und... Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Ist es ein Fest? Heute hat Maru Geburtstag, stelle ich gerade fest. Luau. Was ist das? Das hört sich so ein bisschen Hula-mäßig an. So ein bisschen nach... Warum ist denn mein Stift gestorben? Nach Hawaii. 9 bis 14 Uhr am Strand. Ach, geil, schwör. Also, morgen wird es klar und sonnig. Perfektes Wetter für das Luau. Die Festivitäten finden am Strand statt. Beginn zwischen 9 Uhr und 14 Uhr. Sei rechtzeitig da. Das machen wir. Willkommen bei Velvix Orakel, der einzigen Show, in der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Im Übrigen, meine Liebe, muss ich mich jetzt schon wieder hier so ein bisschen ausziehen, weil es einfach hier schon wieder sehr, sehr, sehr warm ist. Also sorry, wenn es... Oh, schon wieder Brief. Was ist denn hier gewachsen? Was haben wir denn hier? Haben wir das angepflanzt? Sommerschmuck. Ach, schwör. Aha. Haben wir angepflanzt. Kann ich mich tatsächlich gar nicht mehr dran erinnern. Kann ich mich einfach gar nicht mehr erinnern. Der sieht aber auch fertig aus. Der sieht fertig aus. Zack, können wir doch irgendwas ernten? Ist der Hopfen nicht? Nee, der Hopfen ist immer noch nicht fertig. Ah, das riecht ja schon wieder nach einem sehr, sehr spannenden Tag. Also ich packe jetzt die Geoden erstmal raus und den Sommerschmuck. Weil hier in der Kiste befinden sich so ein paar Sachen, wo ich mir vorstellen könnte... Die brauchen wir auch nicht. Zu verschenken. So, das wollte ich sagen. Oh, wie sie schon wieder einfach nicht mehr klar im Kopf ist. Ne? Die Gießkanne brauchen wir und das Ding brauchen wir auch. Und das packen wir nach da. Und mit dem Weizen sollst du nicht geizen. Den verkaufen wir. Haben wir den jetzt verkauft? Verkauf ihn doch. Ja, Trennungsschmerz willst du nicht. Und jetzt gucken wir, wer uns heute schon wieder geschrieben hat. Harry, du hast Glück, dass ich dich letzte Nacht gefunden habe. Wenn du weißt, plötzlich, oder wenn du erfährst, was letzte Nacht passiert ist.
Du warst ohnmächtig und jemand hat deine Taschen durchsucht. Was? Wie? Was? Was? Ich habe keine Ahnung, wie viel Geld er mitgenommen hat, aber er ist sofort weggerannt, als ich näher kam. Pass besser auf. Linus! Oh, wie viel Geld hatten wir? Ich weiß es gar nicht mehr. Wir hatten, glaube ich, um die 900 und Mama hat uns auch 500 gegeben. Das heißt, wenn wir unterwegs einpennen, beklaut man uns. Was ist das denn? Ich dachte, das ist ein Liebesdorf. Offensichtlich nicht. Oh, jetzt penne ich nie wieder irgendwo anders ein und dafür schließen wir hier nicht ab. Das gibt's ja nicht. Hallo Harry, morgen versammeln wir uns alle für das jährliche Luau am Strand. Das Highlight der Veranstaltung ist die Gemeinschaftssuppe. Das ist immer schon mein Highlight, was ich auf irgendeinem Straßen... Okay. Bring auf jeden Fall etwas dafür mit. Wie etwas dafür mit? Eine Pastinake könnte ich reinwerfen. Der Gouverneur selbst nimmt an der Veranstaltung teil. Also sei bitte höflich und zuvorkommend. Nee, wir benehmen uns wie der letzte Assi, natürlich. Wir sind zuvorkommend, denn wir sind ja immer noch Single. Wir wollen ja hier auch mal eine Lady oder einen Man von uns überzeugen. Komm zwischen 9 und 14 Uhr zum Strand. Bürgermeister Louis, da wurde übrigens... ich habe keine Briefe. Ja, ich habe gerade Briefe gehabt, so. Da wurde übrigens auch Elliot mit dem schönen Haar... Und ich habe auch festgestellt, als ich mir die Notizen gemacht habe über die einzelnen... Nein, gieß erst bei Joten. Über die einzelnen Charaktere... Auch fertig. Über die einzelnen Charaktere, dass Elliot mit dem schönen Haar... Achso, ich hatte schon lauter gemacht, ne? Dass der auch Single ist, ne? Der ist doch nicht fertig. Also, warum hier über eins länger braucht zum Wachsen? Weil wir haben, siehst du ja, zeitgleich... angepflanzt. Das ist ein Zeichen dafür, dass wir vielleicht ungleichmäßig gegossen haben. Das könnte sein. So, pass auf. Und wir werden den Weizen verkaufen. Wir haben noch keine Tiere. Das heißt, wir verkaufen alles und ja, das reicht sogar noch. Es reicht. Pass auf, ich werde unten mal wieder ein bisschen Weizen anpflanzen. Was tut sie? Sie weiß es selbst noch nicht, was sie tut, was sie vorhat und was sie machen will. Natürlich müssen wir jetzt erstmal unsere Hofarbeit hier erledigen. Was wollte ich sagen? Ich weiß es nicht. Also machen wir jetzt erstmal die Hofarbeit. Ich schwitze gerade schon wieder, Leute. Es ist so unfassbar warm. Dabei ist es draußen gar nicht mehr so extrem warm. Aber in der Wohnung ist so ein bisschen eklig. Also sorry, wenn ich euch jetzt hier schon wieder alles voll glänze. Gießt doch auch das eine Einsame. Das gießt er nicht, ne? Vielleicht ist das tot. Es ist einfach tot vielleicht. Haben wir doch oben auch wie beim Hopfen, wo ich die Vermutung habe, dass da nichts mehr los ist. Oh, wir haben kein Weizen mehr. Ach, wie dumm. Das Dumme ist, wenn hier halt so eine riesige buschigen Pflanzen sind, siehst du auch irgendwann einfach nicht mehr, wo du gegossen hast und wo nicht, ne? Sie ist heute schon wieder nur am Meckern, ne? Frauen. Wo ist die Musik? Wir werden... Ach, wir haben heute Mittwoch. Ich wollte zu Pierres Samen kaufen gehen. Und morgen ist das Luau. Das heißt, wir können auch dort keine Samen kaufen. Ach, grüezi nochmal. Das gibt's ja nicht. Scheiß die Wand an. Oh, hier wurden uns Samen geklaut. Vogelscheuche? Ja, 6 Krähen verjagt. Und trotzdem haben hier Krähen was mitgenommen. Das sehe ich sofort. Hier sind 3 Felder leer. Drei Felder sind einfach leer. Gut, dann lassen wir die jetzt leer. Da muss ich gleich mal auf den Plan gucken. Weil morgen ist ja der 11. Das heißt, am 12. können wir zu Pierres rein. Okay, nee, das ist doch okay. Weil ich habe nämlich mal geguckt, die Sachen, die so lange brauchen, kannst du ja auch nicht mehr ewig... eine kleine Obstfliege. Ach, wie schön. Kannst du ja auch nicht mehr ewig anpflanzen, weißt du, wie ich meine? Der letzte Tag, wo man im Sommer nichts mehr anpflanzen kann, zum Beispiel für die Blaubeeren. Das ist das, was im Sommer am längsten braucht, ist der 14.
So nach meiner Rechnung mit ein, zwei Tagen Puffer war ich hier im Feld schon. Ach, wie chaotisch bin ich denn heute unterwegs? Wie chaotisch bin ich denn einfach heute, bitte? Wir schieben's auf die Wärme. Wir schieben's einfach alle auf die Wärme. Es ist schon 13.10 Uhr? Was mache ich denn hier? Oh, wir haben ja noch einen Hund. Ich habe den vergessen, glaube ich, den abzufüllen gestern. Oh, Leute, was ist denn los? Da will sie sortiert sein und dann passieren die nächsten Fehler, ne? Ach, Leute, ich weiß nicht, ob ich hier alles gegossen habe. Also das Feld ist das bescheuertste Feld, was ich gemacht habe. Und dieser Baum nervt mich einfach. Können wir den Baum jetzt hier einfach mal weghacken, bitte? Der ist im Weg. Ich sehe mein Feld nicht. Weg damit! So, cool, dass wir das geklärt haben. Wächst er einfach in meinem Sichtfeld? Gibt's ja nicht. Einfach weghacken. Warum wurde der Wald gerodet? Der war in meinem Sichtfeld. Ja, ja, nehmt solche Kommentare bitte nicht ernst, aber... Oh Gott, Hilfe! Ich weiß ja nicht, ob wir 1000 Öcken ausgeben wollen für diesen Hut, ne? Ob uns das attraktiver macht. Ja, Monster, ich hab dich gehört, ich hab dich gehört. Ich bin wieder meine schlechteste Hundebesitzerin der Welt. So, da hast du deinen Napf aufgefüllt. Und wir haben tatsächlich jetzt, glaube ich, alles irgendwie gegossen, was wir gießen können. Gut, dann das raus. Die Hacke, naja, behalten wir mal. Das Ding brauchen wir nicht. Den Kiefernzapfen können wir reinbringen. Holz werden wir jetzt einfach mal verkaufen. Den Kieferzapfen, den brauchen wir noch. Den brauchen wir noch. Ist die Frage, was tun wir jetzt als nächstes? Also, ich habe gesagt, wer hat denn heute Geburtstag? Irgendwer hat heute Geburtstag. Die Margo hat heute Geburtstag. Ein Müsli-Riegel könnten wir tatsächlich am Abend noch herstellen, vielleicht. Müssen wir mal schauen, ob wir das tun. Aber was können wir der Maru schenken? Was könnte die Maru mögen? Also, wir hätten noch Tapete. Wollen wir ihr Tapete schenken? Aber vielleicht mag sie keine Tapete. Ich weiß es nicht. Also, wir laufen jetzt erstmal los, ehe wir die Maru nicht mehr finden. Ist jetzt unsere Tagesaufgabe: Maru suchen. Zum Geburtstag. Die könnte vielleicht hier unten sitzen. Die sitzt ja ganz gerne mal. Da unten irgendwo rum. Und Evelyn ist wieder am Blümchen pflegen. Hier nehme ich auf der Bank... Nee. Hast du sie gesehen? Hi. Im Sommer regnet das nicht gerade viel, oder? Nö. Das heißt wohl mehr Bewässerungsarbeit für dich. Lass du mich aus? Oder genießt du das Sommerwetter? Sehen wir uns morgen auf dem Luau? Mädchen? Weiß ich nicht. Also, ich suche Maru. Wo könnte die jetzt sein um die Zeit? Wo könnte die sein? Oder ist sie einfach schon wieder weg? Das könnte auch sein. Dann müssen wir vielleicht... Wo wohnt denn Maru? Wo wohnt Maru? Zur Abenteuergilde müssen wir auch, aber das schaffen wir heute schon wieder nicht mehr. Emily und Halley. Jody Kent und Sam. Bürgermeister. Pierre-Emige... Wo wohnt Maru? Da oben bei Robin. Hi Pierre. Ich suche Maru. Ach, wer weiß. Oder ist die heute irgendwo ganz anders? Oder feiert Geburtstag und ist deswegen nicht da? Na, wünsche dir einen Hund? Hey Bauerntyp, ich habe eine Frage für dich. Was denn jetzt schon wieder? Kommt schon wieder mit so einer Beleidigung an. Hey, wenn ich ein Profi werde, kannst du sagen, dass du mein erster Fan warst? Nicht schlecht, was? Hä, was? Nee, dich mag keiner. Ich mag dich zumindest nicht. Halt, halt. Einen Bauernhof am Ort zu haben, ist gut für unser Städtchen. Okay. Da hat das Spiel kurzzeitig gehackt, Freunde. Ich mach mal eben schnell eine neue Aufnahme. Ja, dann lass uns doch mal... Mich nervt dieses Buch jetzt hier. Weg damit. Also, lass uns dann mal nach oben gehen. Vielleicht finden wir Maru dort. Ich habe ja die Befürchtung, dass wir sie tatsächlich schon wieder nicht finden werden. Ich weiß nicht, wieso ich da drauf komme. Und ich weiß auch nicht, wieso mir gerade so unfassbar warm ist. Ist da irgendwas lackgerannt? Hä, das sah aus, als wäre irgendwas langgerannt. Geflüchtet vor uns. Die Maru bestimmt.
Es ist nämlich schon 18 Uhr. Wir kommen nicht bald auch irgendwie in die Häuser nicht mehr rein, ne? Ach, das ist doch doof. Ja, hier oben ist sie nicht. Sie ist, warum? Wieso? Ach, ist das dumm. Pass auf, jetzt laufen wir mal nach links. Ach, Leute. Ich glaube, wir werden... Oh, oh, oh! Aber das lohnt sich. Weintrauben. Ja, 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 ja. Edelwicke hier, diese Beere und die Weintrauben. Geiler Scheiß. Gewürzbeeren. So, das wollte ich sagen. Genau. Da brauchen wir nur noch eine Edelwicke aus dem Inventar. Und dann können wir tatsächlich zum Gemeindehaus gehen. Pass auf, wir packen uns einfach nochmal eine Edelwicke ein. Und jetzt habe ich keine, pass auf. Doch. Aber ich glaube, wir tauschen das gegen die normale aus. Weil, wenn ich recht im Kopf habe, brauchen wir genau diese drei Sachen. Dann lass uns doch mal loslaufen. Wir finden die nicht, ne? Vor allen Dingen, was möchte ich ihr schenken? Ja, keine Ahnung, mal gucken. Eine Beere oder sowas? Probier was aus. Aber es ist schon 19.20 Uhr. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir sie jetzt noch antreffen, ist gleich null. Ich laufe jetzt trotzdem mal nach unten. Nee, da ist niemand. Das läuft ja echt schon wieder schlecht. Wo will ich hin? Ich weiß es nicht. Wie verwirrt sie ist, ne? Dann lass uns zum ehemaligen Gemeindehaus nochmal laufen und gucken, ob das jetzt reicht. Denn das hatte ich mir ja aufgeschrieben vor, ich glaube, 2 oder 3 Folgen. Zack. Nee, das war's nicht. Das war's auch nicht. Das ist Frühling. Das ist... Hier, genau. Zack und... Juhu, wir haben das erste Bündel komplett. Belohnung, Brückenreparatur. Können wir jetzt irgendwo mehr hin? Ich weiß doch nicht. Was passiert denn jetzt? Ja, bitte? Okay, jetzt sind da... Warte, warte, warte. Was ist denn jetzt passiert? Brücke zu was? Halt! Halt! Was bist du? Aber es läuft mal nicht weg. Was trägt denn das da rein? Hä? Ich habe keine Ahnung, was es ist, Leute. Aber ich mag die Teile, ne? Jetzt gucken wir erstmal, was das hier ist. Speisekammer? Ah, Belohnung, Gewächshaus! Schwör! Ah, wir haben keine Kartoffeln aufgehoben, ne? Ach, das sind die ganzen Sachen aus dem Frühling. Ach, nö. Was ist das denn? Ziegenmilch, ja gut, das haben wir alles nicht. Oh, Mais, den kriegen wir vielleicht, aber ne, Auberginen kriegen wir auch nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, viel zu viel. Auch eher weniger. Ah, und alles mit bester Qualität. Ach, schwör. Ich darf nicht immer alles so vorschnell verkaufen, ne? Ich darf einfach nicht immer alles verkaufen, wie bescheuert. Aber das hier oben, der ja Nutzpflanze Frühling. Da müssen wir mal gucken im Inventar, ob wir da vielleicht irgendwie was bedienen können. Aha. Aquarium? Entfernung des glitzernden Felsens? Wo gibt's dir glitzernde Felsen? Okay, das ist was. Das wird für mich eine richtig, richtig schwierige Mission. Denn wir haben bis jetzt noch nicht einen einzigen Fisch hier gefangen. Das darf ich auch keinem erzählen. Scheiße, ich muss lernen, Fische fangen. Ach, fuck. Aber Muscheln. Mit Muscheln kann ich dienen. Was ist das denn? Ein Aal. Okay, das Aquarium wird dezent eine riesige Herausforderung für mich werden. Gut, ja, fein, dass wir hier auch mal geguckt haben.
Ja, Maru, ich wünsche dir alles Gute zum Geburtstag, wo auch immer du gerade bist und diesen Geburtstag verbringst. Wir haben jetzt leider noch nicht mal wirklich Energie, um noch irgendwie etwas wegzuhacken. Ja, was bleibt uns als Einziges übrig? Wir gehen nach Hause und gehen früher ins Bett. Was machst du, wenn dir langweilig ist? Pennen, ne? Ist ja die Wiese, die mache ich auch manchmal. Kannst du so machen. Ist die Lösung, wie du mit Zeit umgehen kannst. Ich meine, im Fernsehen läuft ja auch nichts Vernünftiges bei ihm. Also, das heißt. Weil. Nee, guck mal, wir haben keine Bohnen. Ach, das haben wir alles verkauft, ne? Ärgerlich. Das heißt übersetzt für mich, ich muss einfach. Ja, vielleicht doch von allem immer irgendwie eins aufheben. Weißt du, wie ich meine? Tja. Ja, was machen wir jetzt? Wir können einfach in Vorbereitung auf morgen, weil ich meine, wir müssen ja trotzdem Hofarbeit noch machen, einfach vielleicht uns die Sachen hier schon mal zurechtlegen für morgen. Komm, wir arbeiten jetzt einfach mal auf morgen hin. Füll das hier schon auf und was machen wir noch? Wir können ja nichts weitermachen. Komm, wir gehen jetzt ins Haus und ja, guck doch mal durchs Fenster, das kannst du so auch machen. Und werden einfach mal noch einen Müsli-Riegel herstellen. Und den Rest als Dünger. Tja, was willst du mehr machen, ne? Mehr können wir nicht tun. Also, Müsli-Riegel stellen wir einen her. Dünger. Stellen wir drei her, mehr können wir nicht. Dann haben wir wenigstens auch wieder einen Müsli-Riegel im Gepäck. Das heißt aber, wir müssen zusehen, dass wir wie bescheuert irgendwie Bäume fällen. Weil wir brauchen noch ein bisschen Müsli-Riegel. Die fand ich eigentlich immer ganz gut als Energielieferanten. Aber naja, jetzt haben wir gar nicht mehr genug. Was machen wir jetzt? Einfach früh ins Bett gehen und uns auf den morgigen Tag freuen. Meine Lieben, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß mit der heutigen Folge und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal hier wiedersehen. Und Stufe 4! Ja, Wildbeerenernte, richtig gut. Und wir haben neue Rezepte bekommen. Und es gibt Money, Money, Money fürs Weizen. Und siehst du, auch das Holz bringt uns ein bisschen was. Ja. Das ist gut. Mal ein bisschen Geld wieder. Also, meine Lieben, wenn ihr mögt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Und jetzt genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei. Tschüss.